Ich will erstmal alle herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich will den ROX 10 bzw. die neue Firmware von ROX 10 jetzt vorstellen. Aber für alle diejenigen, die den ROX jetzt noch nicht im Einzelnen kennen, möchte ich jetzt so die einzelnen Funktionen kurz durchgehen. Das heißt, so eine Grundfunktionalität erläutern, was alles möglich ist. Und ja, fangen eigentlich direkt an. Das heißt, unser ROX 10 hat einmal auf der einen Seite GPS, auf der anderen Seite ANT plus GPS, natürlich um die ganze Strecke aufzuzeichnen, um dann später bei der Auswertung auch genau zu sehen, wo ich lang gefahren bin. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ANT, um die maximale Kompatibilität herzustellen. Das bedeutet, ich kann alle Sensoren, die ich eventuell auf dem Rad schon verbaut habe, auch weiterhin verwenden, wenn sie dem ANT plus Standard folgen. So. Wir gehen jetzt mal am Anfang durch das Menü durch, das heißt, der ROX hat eine Menüstruktur. Wir haben 6 Tasten in Summe, rechts oben die Enter-Taste, links oben die Back-Taste, das heißt, ich kann einen Level runtergehen, indem ich rechts oben drücke. Wenn ich links oben drücke, gehe ich eine Menüebene weiter zurück. Mode nutze ich im Trainingsmodus, das heißt, da kann ich unterschiedliche Ansichten wählen. Lap und Start drücke ich, wenn ich das Training starten will oder eine Runde nehmen will. Plus, Minus, durch die einzelnen Werte durchzuwechseln. So, jetzt gehen wir mal durch das Menü durch, drücken die Plus-Taste, das heißt, da komme ich auf Track laden, ist klar, selbsterklärend, dann drücke ich wieder Plus, komme ich zum Speicher, da werde ich meine Trainingseinheiten finden, nachdem ich sie beendet habe, drücke wieder Plus, dann Status-Info, unterschiedliche Informationen, wie zum Beispiel Batteriestatus und auch GPS-Status. So, dann drücke ich jetzt gerade nochmal auf Plus, und Extras, da sind nochmal zur Stoppuhr, wenn ich die einzelnen verwenden will, zum Beispiel mit drin. Und kommen dann schlussendlich zu den Einstellungen. Bei den Einstellungen gehe ich jetzt auch direkt rein mit der Enter-Taste. Habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, mein Gerät zu konfigurieren. Wir gehen jetzt mal exemplarisch in das Gerät rein, das heißt alle gerätespezifischen Einstellungen. Ich kann natürlich die Sprache auswählen. Auf der anderen Seite Log-Intervall. Log-Intervall ist wichtig, wenn ich genaue Daten aufzeichnen möchte, muss ich hier eine Sekunde einstellen. Wenn ich jetzt nicht so den Anspruch habe, und vielleicht eine Woche im Trainingslager bin, will aber alle Daten aufzeichnen, ohne sie einmal übertragen zu müssen, kann ich bis zum maximal 30 Sekunden Log-Intervall einstellen. Bei 30 Sekunden, nur mal so eine Zahl zu nennen, habe ich bis zu über 240, 250 Stunden Aufzeichnung. So, jetzt gehen wir kurz weiter noch durch. Also die Zeitzone ist hier noch erwähnt. Das heißt, ich muss bei GPS hier keine Uhrzeit einstellen, weil diese Information automatisch von den Satelliten rüber transferiert wird auf mein Gerät, das heißt, die Uhrzeit ist immer akkurat und genau. Das Einzige, was ich einstellen muss, ist meine Zeitzone. So, dann die Sommerzeit ist klar. Countdown kann ich einstellen, um während dem Training einen Countdown-Timer laufen zu lassen. Ich kann meinem Gerät einen Namen geben. Dann die Autopause kann ich auswählen, wenn ich die aktiviert habe, startet und stoppt das Gerät automatisch, wenn ich auf 0 komme oder entsprechend wieder losfahre. Das ist eine Geschmackssache, wie ich das einstelle. Je nachdem, ob ich eine durchgängige Herzfrequenz haben möchte, dann kann ich hier Autopause auf aufstellen und trigger oder bestimme selbst, wann die Trainingseinheit gestoppt und wieder gestartet wird. Ich gehe dann zu den nächsten Punkten durch. Da habe ich die Zielzonenalarm, das denke ich mal selbst erklären, den Tastenton, Systemton und dann der Kontrast. Dann gehen wir noch weiter, noch einen Punkt weiter. So, das heißt, der Auto-Off können wir jetzt mittlerweile auch einstellen. In der letzten Version, das ist auch einer der Neuerungen, die wir jetzt drin haben, haben wir das in Anführungszeichen Problem gehabt, ein sehr spezielles Problem, dass das Gerät ja nach automatisch nach 5 Minuten ausgegangen ist. Ist natürlich gewünscht, um hier den Akku nicht unnötig zu belasten. Aber jetzt gerade bei Triathleten war das natürlich ein Problem. Die sind im Wasser, schwimmen, haben den ROX vorher angemacht und sind dann natürlich ein bisschen erstaunt, warum der jetzt ausgegangen ist. Das war natürlich gewünscht. Ich kann jetzt das Ganze auf Off stellen oder auf ein bestimmtes Zeitintervall, haben wir gesehen, 30 Minuten oder eine Stunde wäre auch möglich. Das heißt, der ROX bleibt in dem Status und kann dann direkt, also wenn man zum Rad kommt, man kann direkt loslegen. Wichtig ist natürlich da beim Pairing darauf zu achten, dass die Sensorik einmal aktiviert war, damit die sich gefunden haben, um da auch sicherzustellen, dass dann meine Sensorik, die ich auch verwenden will, auch aktiv ist. So, und genau darum geht es jetzt auch, um die Sensorik. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, 3 unterschiedliche Fahrräder zu handeln, dann hauptsächlich um die unterschiedlichen Distanzen zu differenzieren in der Memory. Ich wähle jetzt mal Rad 1 aus. Sehe ich, ich habe unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, die unter anderem auch Rennrad-Unterlenker da betreffen. Das heißt,
Der ist nur relevant, wenn ich jetzt keinen Powermeter dran habe, aber einen Kadenzsensor, also eine Trittfrequenz. Dann wird mir durch die Trittfrequenz, die Geschwindigkeit und meine persönlichen Parameter, die ich eingegeben habe, wird die Wattzahl ermittelt. Das wird errechnet, dann habe ich zumindest einen Anhaltspunkt, wie viel Watt ich drehte. Wenn ich natürlich genau haben will, so wie es jetzt an diesem Rad verbaut ist, dann habe ich einen Powermeter dran. So, wir gehen jetzt mal weiter in das Pairing. Geschwindigkeit ist jetzt nicht gepairt, das bedeutet, ich drehe einmal in die Pedale, um den Geschwindigkeitssensor zu pairen. Das hat jetzt schon direkt geklappt. Wir gehen jetzt trotzdem mal auf Suche, um sicherzustellen, ob es auch dieser war. So, ja, da findet ihr wieder. Wir haben ja hier das Problem, dass ein oder andere ANT-Sensor im unmittelbaren Umfeld ist. ANT hat eine sehr hohe Reichweite, das ist auch der Grund, weshalb wir dann Pairing durchführen müssen. Drittfrequenz ist hier schon gepairt. Brauchen wir jetzt in dem Fall auch nicht, weil wir den Powermeter noch pairen werden. Das heißt, wir gehen auf die Einstellung Powermeter. So, das ist jetzt in diesem Fall auch schon passiert. Führen das gerne nochmal durch. So, das dauert einen Moment. Drehen nochmal rein, damit wir sicherstellen können, dass der Powermeter auch gerade aktiv ist und nicht eingeschlafen ist. So, nachdem er den dann gefunden hat, so, was ist jetzt passiert? Wir haben direkt gesehen, dass die Anzeige ist umgesprungen. Auto 0 Stellenkalibrierung ist auf 1, das ist die Standardeinstellung. Wenn ich das nicht wünschen würde, also das heißt, der kalibriert sich nicht automatisch neu, dann mache ich auf Aus, aber in der Regel lasse ich das auf An und habe jetzt sozusagen damit mein Pre-Setup vollzogen. Muss ich dann nicht mehr durchführen, das heißt, einmal miteinander verbunden, bleibt das natürlich bestehen. So, wir sind jetzt auf Rad 1 gewesen, wir gehen jetzt mal zurück in das Training. Und sehen jetzt, das ist jetzt von der vorgehenden Einstellung auf Rad 3. So. Auf Rad 3 sind jetzt beispielsweise andere Sensoren gekoppelt. Das heißt, er würde meine Räder, also meine Sensoren, die ich an Rad 1 habe, nicht finden, weil ja Rad 3 ausgewählt ist. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von ANT. Bei SDS haben wir es ja sehr komfortabel. Das heißt, er findet automatisch die Fahrräder. Das können wir bei ANT nicht umsetzen, weil die Reichweite der Sensoren sehr, sehr weit ist. Wir stellen uns vor, wir haben zwei Fahrräder im Keller stehen, ich schiebe mein Mountainbike zur Seite, um mein Rennrad zur Hand zu nehmen. In dem Moment, wo ich mein Mountainbike zur Seite schiebe, ist der Radsensor aktiv, der Speedsensor, weil ich ihn aus Versehen aktiviert habe. Der erkennt ihn automatisch. Ich fahre jetzt aber mit meinem Rennrad los, der hat ihn aber automatisch auf Mountainbike gemünzt, ärgere ich mich. Und aus dem Grund haben wir gesagt, nee, der Kunde oder der Nutzer kann schlussendlich hundertprozentig genau feststellen, ob es sich jetzt ums Rennrad oder Mountainbike handelt. So, wir gehen jetzt auf Rad 1. Wir haben es ja gerade gepairt. Wir haben gerade gesehen, wir drücken dazu beide obere Tasten. Also, das ist unser Kurzmenü. Und hier haben wir dann unterschiedliche Möglichkeiten. Wir gehen jetzt erstmal mit Plus, Rund oder Minus, Kommastelle. Ja, auf Rad 1. Bestätigen das und dann wird er automatisch die Sensoren auf Rad 1 suchen. Gehen nochmal auf den Anfang von dem Kurzmenü. Da sind noch wichtige Aspekte mit drin. Unter anderem auch die Höhe, das heißt, wenn ich die Höhe kalibrieren möchte, gehe ich hier einfach rein. Entweder habe ich eine Starthöhe bereits definiert im Setting-Menü, kann die direkt auswählen. Wenn ich es nicht habe, kann ich direkt auf manuelle Kalibrierung gehen, hier eine Höhe einstellen und da haben wir noch eine sinnvolle Funktion hinterlegt. Das heißt, wenn ich zu Hause starte, auf 200 Meter beispielsweise, kombiniert er die georeferenzierten Daten, also die GPS-Daten, mit meiner Höhenliste, also mit meinem Höhenpunkt, 200 Meter zum Beispiel, und dann jedes Mal, wenn ich diese georeferenzierten Daten, also die GPS-Koordinaten, passiere, kalibriert automatisch runter auf diesen Wert. Das bedeutet, wenn ich zu Hause meinen ROX gestartet habe, ich lasse einfach das GPS suchen und anschließend habe ich dann die aktuelle bzw. die genaue Höhe dann auf meinem Radcomputer drauf. So, wir gehen gerade wieder zurück. So. Ganz kurz nochmal durch das Kurzmenü durch, das heißt Favoriten A, Favoriten B kennen wir schon aus den älteren ROX-Generationen. Ich kann mir meine individuellen Wünsche das alles konfigurieren. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu, das war ja in der Vergangenheit ein bisschen limitiert. Wir haben dann auch was Neues reingebracht. Trackladen werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Track-Einstellung zieht sich auch aufs Trackladen, Zielzonenalarm hatten wir erwähnt. Kann ich während des Trainings natürlich auch deaktivieren, Autopause kann ich auch während des Trainings aktivieren, deaktivieren. So, das sind die wichtigsten Punkte. Radeinstellung haben wir schon vorgenommen. Gehe jetzt mal auf Back. So, und beginne jetzt mal zu pedalieren. So, da haben wir jetzt auch eine Eigenschaft, die auch sehr wichtig ist. Das bedeutet,
das beginnt nicht direkt sozusagen die Aufzeichnung, sobald ich angefangen habe, obwohl die Autopause, Autostartfunktion an ist. Warum? Auch hier die Situation, die ganz schnell vorkommen kann. Ich bin in einer Startsituation oder ich rolle einfach aus meinem Hof raus. Diese aus dem Hof rausrollen will ich nicht aufzeichnen, sondern ich möchte selbst entscheiden, ab wann die Aufzeichnung beginnt. Das mache ich jetzt in diesem Fall ab sofort. So, jetzt ist er gestartet. Ich kriege noch kurz angezeigt, wie viel Log-Kapazität ich zur Verfügung habe. Und dann kann es schon losgehen. In der unteren Zeile sehe ich meinen Favorit, wie ich jetzt mal kurz durchschalte, bis ich die Watt-Werte sehe. So, das ist jetzt hier der Fall. So, ich sehe oben rechts meine Kadenz, also meine Trittfrequenz, oben links meine Herzfrequenz, wenn ich sie gekoppelt hätte. Dann habe ich noch meine Höhe, diesen Fall nicht korrekt eingestellt, Gradient, Mitte immer die in Großanzeige die Geschwindigkeit, unten die Leistung oder wie gesagt, je nachdem in den Favoriten, was ich eingestellt habe, ein Wert, der mir wichtig erscheint. So, jetzt ist genau häufig ein Kritikpunkt gekommen, gesagt, okay, das ist ja schön, sehr, sehr viel, ist auch gut angeordnet, aber es gibt gewisse Konstellationen, die ich nicht einstellen kann. So, und genau darauf sind wir eingegangen. Das heißt, wir drücken jetzt mal dreimal die Mode-Taste. Dann habe ich jetzt genau dieses 6er-Feld, das ich frei konfigurieren kann. Das heißt, ich muss nicht 6 auswählen, ich kann auch nur sagen, ich nehme nur einen Wert, 2, 3, 4, 5 oder 6. Also ich kann auswählen zwischen 1 und 6 Feldern und dementsprechend habe ich hier auch die Wahlmöglichkeit, was ich da genau einstellen möchte. Also in diesem Fall als Default-Wert ist oben links die Geschwindigkeit, dann die Strecke rechts oben, Trittfrequenz und Leistung in der Mitte, Herzfrequenz und Höhe dann entsprechend in dem unteren Bereich. Das kann aber auch komplett anders aussehen. Ich kann mir zum Beispiel auch gewisse grafische Elemente, also nicht in den kleinen Kacheln, aber in den größeren, also wenn ich jetzt so 2 Kacheln habe, auch größere grafische Elemente einblenden lassen. Also ich habe hier absolute Flexibilität. Das war was, was dann vielen wichtig war, weil die gesagt haben, ich möchte beispielsweise die Lap-Nummer, also die Anzahl der Runden, weil ich ein Intervalltraining mache, parallel zur Leistung haben und zusätzlich noch die Geschwindigkeit und die Herzfrequenz zum Beispiel. Das ist jetzt alles möglich. So, wir haben jetzt sozusagen den Radtacho, die Radtacho-Ansicht gesehen, aber wir haben ja nicht nur einen einfachen Radtacho, sondern wir haben einen GPS-Radcomputer. Und was kann ich damit machen? Ich kann damit Tracks abfahren. So, da gehen wir jetzt kurz mal hin. Das heißt, ich kann jetzt auch während ich mein Training schon begonnen habe, kann ich in das Kurzmenü reingehen. Das mache ich mal. Und kann zu einem beliebigen Zeitpunkt meinen Track starten. Das heißt, den Track laden, das geht nicht nur am Anfang des Trainings, sondern es geht immer. So, jetzt habe ich jetzt beispielsweise letzte Woche Dienstag einen schönen Track bereits gefahren. Dann könnte ich von den gefahrenen Tracks einen auswählen und diesen nochmals abfahren. Ich könnte den auch umgekehrte Richtung fahren. Das heißt, wenn ich die Orientierung des Tracks kenne, ob der jetzt gegen Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn gelaufen ist, könnte ich dann hier entsprechend wählen. Das zeigen wir gleich, wie das geht. Oder wenn ich jetzt auf Gypsies was runtergeladen habe über das Datacenter oder selbst eine Track erstellt habe, finde ich das Ganze unter gespeicherten Tracks. Da gehe ich mal rein. Habe jetzt zwei Tracks drauf. Ich gehe jetzt mal einfach zum Neustart Worms. Das wäre jetzt eine Strecke, die ich sozusagen selektieren will. Ich kann bis zu 40.000 Trackpunkte verwalten in meiner Liste. Was bedeutet das? Also je nachdem, wie der Track konzipiert ist, haben die natürlich unterschiedlich viele Trackpunkte. Wenn ich immer nur geradeaus fahren würde, hätten die sehr wenig Trackpunkte. Wenn es eine sehr wellige, also eine sehr kurvenreiche Strecke ist, sind es mehr Trackpunkte, um diesen Track abzubilden. Und 40.000 Trackpunkte, um mal so eine Faust, also eine Daumengröße zu haben, 4.000 Kilometer. Also das heißt, wenn ich jetzt mal 2-3 Wochen irgendwie im Urlaub bin und da aktiv Radfahren will, kann ich schon vorab meine wichtigsten Tracks alle draufspielen, kann sie benennen. Und wenn ich jetzt irgendwie das nicht eindeutig benannt habe, ist ja das Höhenprofil immer ein guter Parameter, an dessen ich den Track identifizieren kann. Dann gucke ich kurz rein, ja, das sind so 3 kleine Berge, es geht hauptsächlich bergab. Ah ja, genau, das ist der Track, den ich fahren wollte. So, das Höhenprofil ist auch was, was wir dann später im Track dann später auch nochmal sehen können. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also wie gesagt, ich kann bis zu 4000 Kilometer ungefähr auf meinen Box draufladen. Das bedeutet aber nicht, dass mein Trainingsspeicher dadurch belastet wird. Das heißt nicht, wenn ich jetzt beispielsweise hier irgendwelche Tracks drauf habe, dass ich dann weniger Lokkapazität habe. Sondern das sind zwei unabhängig voneinander agierende Speicher und den kann ich sozusagen immer voll haben und wenn ich Trainingsdaten aufzeichnen will, lösche ich einfach meinen Speicher für Trainingsdaten.
So, jetzt gehen wir gerade mal zurück einen Punkt. Hier, wie gesagt, habe ich die Möglichkeit, den Track grundsätzlich zu starten, wie er ist. Oder wenn ich sage, nee, den möchte ich lieber in der umgekehrten Reihenfolge fahren. Das mache ich jetzt einfach mal in diesem Fall. Dann drücke ich einfach Start. Der Track wird geladen und ich komme direkt in meine entsprechende Ansicht. Was auch sehr schön ist, wir haben das, die Track-Navigation so konzipiert, dass ich nicht den Startpunkt passieren muss, sondern ich kann zu einem beliebigen Zeitpunkt in den Track reinfahren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Track geladen habe und ich weiß, ich wohne ganz woanders, kann ich das entsprechend von der Planung her mit einbauen. Wenn ich jetzt sage, nee, ich weiß ja, wie ich da hinkomme, brauche ich jetzt nicht extra planen, kann ich den Track starten. Und er zeigt mir mit einer gestrichelten Linie an, wo der nächste Trackpunkt ist. Selbst wenn ich nicht auf dem Track bin. Bedeutet auch, ich habe eine Konstellation, ich habe den Track geplant, alles super. Jetzt ist es aber so, dass da eine Baustelle ist. Ich muss das umfahren, das ist absolut zu, jetzt komme ich selbst im Rad nicht mehr durch. Okay, kann ich umfahren. Ich kriege eine gestrichelte, also ich kriege erstmal die Meldung, dass ich den Track verlassen habe. Anschließend kriege ich eine gestrichelte Linie zum nächsten Trackpunkt angezeigt. Und das hilft mir dann, relativ sicher wieder auf den Track zu navigieren. So, das kann dann auch sein, dass das noch Kilometer braucht, bis ich da wieder drauf komme, aber ich muss mir da keine Sorgen machen, dass ich da nicht mehr hinkomme. Das heißt, selbst ohne Karte, ganz reduziert, einfach nur den Track vor mir zu sehen, kann ich schon sehr sicher navigieren. So, jetzt gehen wir mal noch einen Punkt weiter. Also wie gesagt, ohne Satellitenanzeige und ohne auf dem Track zu sein, kriege ich natürlich jetzt die Anzeige nicht. Das ist zum Beispiel auch eine Anzeige, die Altitude View, also die Höhenansicht. Ich habe den Forecast von meiner Höhe, die noch auf mich zukommt. Das ist besonders hilfreich, wenn ich lange Touren habe und das Höhenprofil jetzt nicht mehr so im Detail mir vor Augen behalten konnte. Fahre ich bergauf, sehe da um die Kurve, das könnte sein, dass der Berg jetzt fertig ist. Nein, der ist nicht fertig. Ich kann mir auch den Rocks genau angucken. Da kommt nochmal eine kleine Spitze, sind nochmal 200 Höhenmeter. Also kann ich meine Kraft viel besser einteilen. Ich kann nochmal das Tempo rausnehmen, kann sagen, okay, ich muss mir das besser einteilen. Und danach kommt sogar nochmal so welliges Terrain, um dann, bis ich dann zu Hause bin oder im Hotel oder wo auch immer. Und das kann ich hier ganz genau einsehen. Ich kann auch die Skalierung ändern. Das heißt, wenn ich jetzt Minus drücke, sehe ich, unten ändert sich die Skalierung. Das heißt, welche Sicht nach vorne möchte ich, was ist mir wichtig, wie viele Meter muss ich nach vorne sehen, und das kann ich dann entsprechend angucken. Das ist auch eine der Neuerungen, die wir jetzt auch zum Oktober hin zeigen. Also mit der neuen Version des Data Centers werden wir jetzt auch eine schicke Tablet-Version anbieten. Die ist optional. Das heißt, im Packaging von einem ROX wird standardmäßig natürlich die PC- und Mac-Version mit beiliegen. Und wenn jemand den Komfort nutzen möchte, das auch mit Tablet zu verwenden, gibt es im App, in entsprechendem App Store, weil wir werden es für iPad und fürs Android-Tablet anbieten, wird 5 Euro kosten. Also im Gegensatz zum Data Center, wenn man das Standalone kaufen würde, kostet ja 10 Euro, ganz normal, die PC-Version. Die ist aber, wie gesagt, in der Regel bei der Auslieferung mit dabei. Und die Android- oder iPad-Version kostet 5 Euro. So, wir haben einiges, was wir an Neuerungen hier mit reinkriegen. Wir sehen es schon, also diejenigen, die Data Center schon kennen, sehen es schon sofort. Wir haben das Dashboard aufgeräumt, nenne ich das jetzt mal. Und wir haben auch die Sigma Cloud noch mit hinzugefügt. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil wenn ich bereits Daten am PC habe, frage ich mich natürlich, wie schaffe ich es ganz komfortabel, meine Daten vom PC auf das Tablet zu bekommen. Das schaffe ich ganz einfach mit der Sigma Cloud. Ich muss einmal alle meine Daten synchronisieren, also ich melde mich kostenfrei bei der Sigma Cloud an. Da können wir diesen Service auch kostenfrei anbieten. Bedeutet hier, wie zu sehen, Register Now. Ich melde mich bei Sigma Cloud an, spiele meine Daten einmal hoch. Wird natürlich, wenn ich sehr viele Trainingsdaten habe, einen Moment dauern. Je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist, kann das, also wir haben noch keine Erfahrungswerte, was das angeht, aber schon mal wahrscheinlich eine halbe Stunde oder vielleicht sogar länger dauern, wenn ich jetzt schon 5 Jahre Trainingsdaten drin habe. Und dann anschließend, wenn es einmal vollständig synchronisiert ist, synchronisiert er ja nur die Änderungen, das heißt, dann geht es ratzfatz. So, auf der anderen Seite habe ich dann, wenn alles synchronisiert ist, die Möglichkeit, diese Daten ganz bequem per Mausklick auch wieder auf mein Tablet zu laden. Und dann habe ich immer alle Daten gleich. Das heißt, egal auf welcher Instanz ich arbeite, die Änderungen, die ich hier vollziehe, werden automatisch in die Cloud synchronisiert, wenn ich das möchte. Ich kann es auch manuell machen, automatisch, das wird man dann auswählen können. Und dann habe ich auf der anderen Instanz, beispielsweise ich habe am Tablet eine Änderung vorgenommen, gehe zu meinem PC, möchte das jetzt, ich habe jetzt nicht gemerkt, welche Einheit ich wie zurechtgeschnitten habe,
Ich klicke einfach auf Synchronisieren. Fertig. So. Dann, wie gesagt, von den Änderungen her, wir haben hier jetzt auch zusätzliche Sportarten eingeführt. Wenn jetzt einer mehrere Sportarten vollzieht, warum haben wir Sportarten? Vorher war das ja so, dass ein Gerät spezifisch für eine Sportart stand. Es war ja so, den Radcomputer haben wir für den Radcomputer verwendet. Daher haben wir diese Selektion nicht zwingend gebraucht. Jetzt ist es aber so, dass wir immer mehr Geräte rausbringen, die auch multifunktional sind. Ich kann jetzt beispielsweise im ROX 10 auch wandern gehen, weil die GPS-Funktion erlaubt es mir. Die RC Move, die ich jetzt hier beispielsweise auch an der linken Seite sehe, das ist eine multifunktionale Uhr, die mit einem iPhone auch als GPS-Uhr fungiert. Da kann ich Inlineskaten, da kann ich Skifahren gehen, da kann ich alles machen. Und dementsprechend habe ich hier die Selektion der Sportarten. Das hilft mir auch, der Sicht der Dinge auf die Daten ungezielt zu meiner Trainingseinheit zu kommen, die ich suche. Wenn ich jetzt beispielsweise Racebike hier auswähle, also abhake und nur noch die Mountainbike-Einheiten sehen möchte, um schneller zu dieser Mountainbike-Einheit zu finden, die ich suche, wähle ich einfach die anderen ab, habe dann die Mountainbike hier und meine ganze Statistik passt sich dementsprechend auch an. Diese Sicht der Sportarten und der Benutzer, ich sehe ja hier auch zwei unterschiedliche Benutzer, die kann ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt aktivieren oder deaktivieren. So. Diese Sicht, die ich hier ausgewählt habe, ist auch im Kalender verfügbar. Ich sehe jetzt hier nur gelbe Icons. Wenn ich jetzt auch blau sozusagen mein Rennrad hinzufüge, jetzt war ich zu schnell, dann sehe ich ganz viele auch blaue Icons und kriege meine Statistik, die ich hier unten eingeblendet habe, auch entsprechend aktualisiert. Das heißt, mit einem Klick kann ich sagen, ich möchte eine Mountainbike. Mit einem weiteren Klick kann ich auch sagen, nee, ich möchte jetzt nur mal alle Laufeinheiten haben. Und zu der Jahresansicht kann ich auch auswählen, nee, ich möchte das Ganze mal monatsweise betrachtet haben oder wochenweise. Und immer, wie ich unten sehe, kriege ich die Statistik entsprechend eingeblendet. Wenn ich jetzt sage, okay, ich suche jetzt auch was ganz Spezielles, will schnell eine Sicht auf die Gesamtheit haben, kann ich das Ganze auch in der Form von einer Liste anzeigen lassen. Das heißt, hier geht es immer wieder darum, wie, das ist was ganz Persönliches, wie komme ich ganz schnell zu einer bestimmten Trainingseinheit, ich weiß, wann die stattgefunden hat, ich weiß, welche Distanz die hatte, dann kann ich über die Liste, über den Kalender oder ganz einfach auch über das Dashboard, wenn die relativ aktuell ist, die Trainingseinheit, einfach auf die entsprechende Einheit draufklicken, jetzt zum Beispiel ganz links die Einheit, das ist hier eine, die wir auf der Rolle erzeugt haben, klicke ich drauf, ich sehe das gehighlightet, die öffnet sich, und schon komme ich hier auf meinen Logview. Diejenigen, die Data Center kennen, werden auch hier feststellen, auch der Logview hat sich geändert. Der Logview wurde jetzt deutlich aufgeräumt. Wir haben nicht mehr so viele Tabs, wie wir es vorhin hatten, sondern wir haben die Gesamtinformationen hier unten gruppiert und können die auf einen Blick alle einsehen. Auf dem Tablet habe ich den Vorteil, wenn ich das jetzt nicht alles auf einmal sehe, ich nehme einfach nicht Landscape, sondern das Hochformat und dann habe ich alle Daten auf einen Blick. Ich kann hier entsprechend auch nochmal unterscheiden, ob ich das jetzt die grafischen Elemente ein bisschen größer haben will oder eher die Zahlen. Zusätzlich habe ich hier auch die Möglichkeiten, meine Autolabs, also meine Autopausen besser gesagt, und meine Labs einzusehen. Das heißt, mit viel weniger Klicks komme ich zu dem Ergebnis, was ich auch wirklich haben will. Weiterhin vorhanden sind natürlich die grafischen Elemente hier unten. Die sind jetzt nicht befüllt, weil ich keine Herzfrequenz mit drin hatte. Ich kann hier mal eine Einheit auswählen, wo was zu sehen ist. So, dann sehe ich ganz schnell auf einen Blick. So, hier bei dieser Einheit bin ich sehr viel im roten Bereich gefahren, was bedeutet, dass ich, das war eine sehr anspruchsvolle Einheit. Ist sogar so anspruchsvoll, dass ich quasi fast permanent im maximalen Intensitätszonen gefahren bin. Wenn ich das oben auch noch eingeblendet haben möchte, kann ich das entsprechend auch haben. Wenn ich eine Zielzone, also eine Herzfrequenz-Zielzone drin habe, kann ich das entsprechend auch einblenden. Wenn ich jetzt unterschiedliche Kurven ein- und ausgeblendet haben möchte, kann ich das auch tun. Wie wir sehen, funktioniert das richtig flüssig und es ist, wie gesagt, auf dem Tablet, wenn ich abends nochmal kurz auf dem Sofa mal nachschauen will, wie die letzte Trainingseinheit war, ist es natürlich ein super komfortables Tool. Bei Android gibt es sogar die Besonderheit, dass ich hier direkt den ROX anschließen kann
Das heißt, ich könnte sogar mein Datacenter auf dem PC ersetzen, sondern ich arbeite nur noch auf meinem Tablet. Bei iOS, also beim iPad, klappt das leider nicht. Das hängt damit zusammen, dass iOS nicht die Möglichkeit anbietet, dass ich mit dem USB-Kabel direkt am Gerät anschließe. Sollte das irgendwann möglich sein, sind wir natürlich ganz schnell mit dabei, da auch entsprechendes Zubehör anzubieten, damit das auch auf dem iPad funktioniert. Aber iPad-Nutzer müssen jetzt nicht traurig sein, ich kriege die Daten trotzdem da drauf. Das heißt, wenn ich einmal die Daten auf meinem PC oder Mac übertragen habe, kann ich über die Cloud, wie ich erwähnt hatte, auch alle Daten auf meinem Pad laden. Und dann ist es immer noch bequemer, abends mal kurz das Tablet in die Hand zu nehmen. Ich muss nicht hochfahren oder runterfahren. Und dann kann ich nochmal kurz reingucken, was habe ich denn die letzte Woche getan. Oder wenn ich im Kopf habe, okay, was für Trainingsprogramme stehen noch auf dem Plan. All das ist ganz simpel mit dem Tablet möglich. So. Auch das nur nochmal der Vollständigkeit halber. Die Track-Funktion, beziehungsweise die Routenplanung. Sozusagen das, was ich vom Datacenter erkenne, das ist alles möglich. Auch hier die unterschiedlichen Sichtweisen. Ob ich jetzt hier die Landkarte, also das Luftbild, heranziehe. Ich kann hier auch bequem, wie ich es kenne, mit meinen Fingern reinzoomen und rauszoomen. Oder, wie gesagt, ich wähle jetzt mal das Hillshading und die Attitude Lines aus. Und selbst hier jetzt mit dem bisschen überfrachteten WLAN, es funktioniert richtig flüssig und kann hier meine Route planen. Auch am Gerät angeschlossen. Ich muss hier einfach oben rechts auf das Symbol klicken, um das später auf meinen ROX drauf zu spielen. Das heißt, wir haben hier weiterhin diese Einfachheit im Vordergrund gestellt. Wie bekomme ich schnell meine Daten auf den ROX? Das ist auch nicht so. Ich muss jetzt nicht überlegen, welches Format muss diese Einheit haben. Wie kriege ich, muss ich sie importieren, exportieren? Und selbst wenn ich eine Einheit ins Datacenter importiert habe, eine GPX-Einheit, dann muss ich da auch nicht überlegen, welchen Ordner lege ich das ab, sondern ich drücke einfach den Button, fertig. Und dann kann ich das, wie ich es vorhin gezeigt habe, einfach unter den gespeicherten Tracks aufrufen und das war's. Auch noch eine schöne Option ist, wenn ich mich in irgendeiner Gegend befinde, wo ich mich nicht auskenne. Gypsies bietet mir die Möglichkeit, ganz viele Routen, auf ganz viele Routen zurückzugreifen und die einfach runterzuladen. Das heißt, ich gebe hier bei der Suche einfach eine Ortschaft ein, wo ich vielleicht in Urlaub hinfahre, schaue mir hier die Konstellation an, kann mir die Tracks bereits vorab auf mein Tablet laden oder wie gesagt selbst auf dem ROX, da müsste ich gar nichts mitnehmen, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin beispielsweise. Wenn ich aber sage, okay, nee, ich will das lieber hier zentral auf meinem Tablet haben, kann ich ja später noch leicht editieren, kann nochmal Punkte hinzufügen, um die Strecke leicht zu editieren. All das ist jetzt ganz einfach möglich. Wenn ich die Einheit, die ich gefahren bin, insbesondere bei Powermeter-Einheiten, das heißt, wo ich Leistung aufnehme, möchte ich einen Golden Cheater. Das ist unsere eigentlich die Software schlechthin, wenn wir um Powermeter-Analyse sprechen. Das hängt mit dem FIT-Format zusammen, dem Export des FIT-Formats. Das war nicht optimal. Das haben wir jetzt in der 4er-Version optimiert. Haben auch explizit Training Peaks, Golden Cheater, WKO, genau diese Art von Software nochmal geprüft, dass es auch hundertprozentig super funktioniert und auch die Werte, die da übertragen werden, auch korrekt sind. Also da haben wir auch nochmal einen Wert drauf gelegt, weil wir genau wissen, ich meine, wenn jemand so ein Gerät nutzt, ist ein Trainingsgerät, also nicht nur ein kleines Navigationsgerät oder Track-Navigation, nee, es muss natürlich auch die Daten, die dann vorhanden sind, auch korrekt verarbeiten. Das heißt, die Trainingseinheiten, die jetzt drauf sind, in einem Sigma-Format, jetzt, später, wenn ich den Import von 3.3 auf 4.0 mache, dann einfach nochmal als FIT exportieren, wenn ich merke, da hat das nicht gestimmt. Dieser neue Export generiert dann eine FIT-File, die hundertprozentig korrekt ist. Und dann kann ich in alle Portale, die relevant sind, Strava, Training Peaks, Ride with GPS, wie sie alle heißen. Alle, die FIT unterstützen, können das dann verstehen. Weil wir uns dann, wir haben das vorher so gemacht, dass wir Custom Messages mit reingemacht haben, also eigene Sigma Messages, die konnten die Drittportale gar nicht interpretieren, hat es auch nicht interessiert, hat es dann nur länger gemacht und auch unkomfortabler, und das haben wir jetzt verbessert. Wir haben es schlanker gemacht, deswegen ist die Erzeugung dieses Formats auch deutlich schneller geworden und auch so gemacht, wie es der Standard vorschreibt, beziehungsweise manchmal ist der Standard nicht wirklich Standard, das heißt, so wie es die große Masse macht, so haben wir es auch gemacht, und aus dem Grund funktioniert es jetzt auch ohne Probleme bei den Portalen. So, eine Frage. Gut. Keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich für eure Teilnahme oder fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.